Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem ungewöhnlichen Cover, ungewöhnlichen Kartenspiel. Ich stelle euch heute Moon in diesem Video vor. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Moon. Etwas Nichtsagen, das Cover weiß eigentlich gar nicht, was einem erwartet. Etwas geheimnisvoll, spannend. Ja, schauen wir einfach mal. Ich werde euch das Spiel, und das hat durchaus interessante Mechanismen, im Verlauf des Videos erklären. Abschließend gibt es ein Fazit und ich denke, aufgrund der Informationen im Verlauf des Videos wisst ihr dann, ob das Spiel was für euch ist, weil es gibt zwar quasi auch in der deutschen Version, deutsche Ausgabe, Mundi, Studio Mundi, der Verlag, 2 bis 6 Personen, 15 Minuten Spielzeit, aber 8 Jahre, spricht ja dann wieder für ein Familienspiel, Kartenspiel. Ist es auch was für, ja, für Erwachsene? All das versuche ich in diesem Video zu beantworten. Wie gesagt, mehrsprachig, englische Regel, deutsche, französische Regel. Autor ist Usami Okano und schauen wir einfach mal, was uns hier erwartet. Und ich habe schon ein bisschen aufgebaut. Wir haben hier schon das Material, das ich ausliegen habe. Das heißt, die einzelnen Punkte, Marke, so nenne ich es jetzt einfach mal zur Vereinfachung, die man hat, Punktesteine mit Vorder- und Rückseite. Und jeder nimmt sich so einen Stapel vor sich. Hier sieht man auch für 6 Personen aufgebaut. Wenn man mit weniger Personen spielt, klar, dann kommen die übrigen Punktesteine raus. Es kommen aber auch noch Karten raus aus dem Spiel, weil im Spiel sind natürlich diverse Farben hinterlegt, und zwar in der Farbe Schwarz, Weiß und Gelb. Spielt ihr also beispielsweise nur zu zweit, kommen die Werte 1 bis 5, kommen dann quasi raus und ihr dreht dann die Karte, sodass die nicht mit der 0 anfängt, sondern mit der 5. So, ist auch super. So kann man auch super schnell zu zweit das Ganze nämlich absolvieren, ohne größeren Aufwand. Man muss nur die jeweiligen Karten dann aussortieren. Der Stapel an Karten hier, der wird gemischt natürlich. Das sind unterschiedliche Werte, bis zu 18 hinterlegt. Und der wird gut gemischt und jeder Spieler bekommt eine unterschiedliche Anzahl von Karten auf die Hand. Auch hier eine Tabelle in der Anleitung, sodass ihr auch recht zügig beginnen könnt. Also viel Vorbereitung zum Spielaufbau benötigt man gar nicht. Man legt das einfach so aus und jeder hat seine Karten auf der Hand. Ja, und das Spiel wird so lange gespielt, bis keiner keine Karten mehr hat. Aber das ist sehr ungewöhnlich in diesem Spiel, weil man kann das Spiel, ja, wie soll man sagen, beschleunigen. Man kann es aber auch verlängern, abhängig davon, wie viele Punkte man hat oder wie gut man sich einschätzt, vielleicht das Spiel zu gewinnen. Und jetzt kommen wir zu den unterschiedlichen Aktionen. Ich habe jetzt einfach hier zufällig eine Anzahl von Karten auf die Hand genommen, um euch die Aktion zu zeigen, weil ihr habt mehrere Aktionen zur Auswahl und ihr müsst euch in eurem Zug für eine dieser Aktionen letztendlich dann entscheiden. Und die erste Aktionsmöglichkeit, ich habe hier viele Karten auf der Hand, das ist natürlich eine Karte zu spielen. Und man merkt hier, der Wert ist aufsteigend, das heißt Karten, die daneben sind, das erinnert ihr an andere Kartenspiele, die müssen auf jeden Fall aufsteigend sein. Was nehmen wir dafür eine Karte? Ich nehme jetzt einfach mal die 14. Warum nehme ich die 14? Wenn ich die hier platziere und ich bin der Spieler in der Farbe Grün, ihr könnt auch mehrere Chips drauflegen, ansonsten haben die Vorder- und Rückseite, dann lege ich diese 3 Punkte drauf. Schon mal 3 Punkte. Schon mal ein sicheres Polster. Hier habe ich sicher meine 3 Punkte. Ja, der nächste ist dann dran und das war übrigens die erste Aktionsmöglichkeit. Das heißt, die erste Aktionsmöglichkeit, eine Karte auszuspielen. Aber die nächste Aktionsmöglichkeit, die ich euch erkläre, ist, auch eine Karte auszuspielen, aber einen Rückschritt zu machen. Schauen wir mal, ob das passt. Ja, das passt. Das heißt, der nachfolgende Spieler sagt, Jörg, 3 Punkte sind ein bisschen zu viel. Die müssen weg. Und er oder sie spielt eine Zahl zwischen 0 und 14. Ja, spielt die 11 zum Beispiel. Die wird hier draufgelegt, bisschen seitlich oder hier leicht verdeckt. Ihr könnt auch immer unter den Stapel dann drunter schauen. Ist eine 11. Ja, und der nächste bekommt er 2. Nein, der bekommt 3 Punkte. Warum denn 3? Weil hier 2 Punkte hinterlegt sind und für jede weitere Karte in diesem Stapel gibt es einen weiteren Punkt. Es ist eine weitere Karte hinterlegt und deswegen ist es hier angegeben. Ja, der nächste Spieler, der kann hier weiter ausspielen, der kann natürlich eine weitere Karte hier drauflegen und das Ganze verringert sich, wird enger. Man kann natürlich hier auch hier die Karte ausspielen. Oh, die 1 ist super, das passt hier gerade. So, das wird schon mal richtig schwer, nämlich die 1 ist mir ja quasi sicher. Wie will ich denn da eine Karte dazwischen ausspielen? Also, das Ausspielen der Karten dürfte soweit dann klar sein. Ja, aber das nächste Thema ist, vielleicht habe ich viele Punkte, ich möchte Karten wechseln, ich habe schlechte Karten. Das heißt, ich werfe eine Karte ab, die kommt raus und ziehe eine weitere vom Stapel.
Ah, die war besser. Die ist gut. Die kann ich nachher richtig gut verwenden. Ist eine weitere Option, die ihr habt. Das heißt, von dem Stapel letztendlich eine Karte zu ziehen. Ja, aber wenn ich richtig gut bin, ich habe viele Punkte schon auf dem Plan und habe vielleicht noch wenig Karten, vielleicht zwei oder vielleicht nur eine Karte. Dann habe ich noch die letzte Aktionsmöglichkeit, die vierte. Ihr wählt eine dieser Aktionen aus. Das heißt, ich wirf eine Karte weg. Das war mein Zug. Ja, was bringt dir denn das, die Karte wegzuwerfen? Ja, ich will das Spiel beschleunigen. Ich habe doch schon so viele Punkte drauf. Und bevor die mir weggenommen werden, will ich die Runde beschleunigen, habe dann je nachdem keine Karten mehr dran auf der Hand und dann sind die anderen quasi noch einmal am Zug. Und dann ist die Endabrechnung und dann zählt man natürlich seine Punkte zusammen und wer dann die meisten Punkte hat, also Plättchen zählt er die einzelnen Punkte zusammen, wer dann die meisten Punkte hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich beim Fazit. Und ich bin jetzt auch gespannt, was ihr dazu sagt, weil wo ich das Cover gesehen habe, ich wusste ja schon, was auf mich zukommt, bisschen eingelesen vorab vom Mechanismus. Aber wenn man das Cover sieht, dann denkt man erst, was soll denn das sein? Moon, Emblems von Sengoku, Usami Okano, okay, Trinity 18, Studio Mundi. Was ist denn das für ein Spiel? Okay, ein Kartenspiel, aber was für eins? Klar. Thematisch, geschichtlich gibt es noch ein paar Informationen in der Box, das habe ich jetzt an dieser Stelle übersprungen. Ich wollte eher auf den Mechanismus eingehen und der Mechanismus ist wirklich ganz gut gemacht. Der macht Spaß, hat mich wirklich positiv überrascht. Vielleicht seid ihr jetzt auch positiv angetan von diesem Spiel. Übrigens, das Spiel gibt es im Handel, deutsche Version. Ihr müsst mal schauen, auch über die unten genannten Links bekommt ihr es. Ihr müsst je nachdem nur eingeben Moon und Studio Mundi, dann findet ihr das Spiel oder müsst beim Händler schauen. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten an das Spiel ranzukommen. Damals bei Silk Road Adventures gab es auch ein paar Rückfragen, wo man denn das Spiel überhaupt bekommt. Nicht nur auf Messen, ihr bekommt es teilweise, in einigen Shops bekommt ihr es. Und das ist hier bei Moon auch der Fall. Aber lohnt sich, macht es denn überhaupt Spaß? Zuerst einmal waren wir positiv überrascht von diesem Spiel. Und die ersten zwei, drei Partien, die liefen wirklich so noch. Das Kennenlernen, okay, wie mache ich das? Und mit weiteren Partien, dann merkt man auch, wie raffiniert man spielen kann. Nein, raffiniert man spielen muss. Weil je nachdem, mit drei Personen habt ihr 10 Karten auf der Hand, habt ihr also durchaus eine Möglichkeit zu agieren. Ihr überlegt euch auch gleich im Vorfeld, welche Karte ihr verwendet, um vielleicht so Kettenreaktionen für euch zu bilden, um andere ein bisschen zu ärgern oder raus einzugrätschen. Das lernt man dann in weiteren Partien. Und so kamen doch mit der Zeit viele Partien zustande. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel mich total abhebt, total begeistert, dass ich da sofort eine Partie nach der anderen spielen will. Aber die Anzahl der Partien hat dann doch für sich gesprochen, sodass ich insgesamt zu einem guten Kartenspiel, zu einem guten Ergebnis komme, was dieses Spiel dann angeht. Weil so viel am Anfang, jetzt negativ gemeint, aber ich hab gar nichts erwartet. Ich habe einfach gedacht, komm, schauen wir mal, wo ich die Regeln gelesen. Sehr überschaubar übrigens, die Regeln sehr gut dargestellt mit einzelnen Bereichen. Da seid ihr sofort drin. Wahrscheinlich aufgrund des Videos könnt ihr vielleicht auch schon loslegen. Ich sage immer aber, wirft nur mal einen Blick in die Abläufe. Ich mache da den einen oder anderen Fehler auch. Ich glaube, in dem Video ist mir sicherlich nicht passiert. Aber ich mache auch mal Fehler. Aber ja, vom Spielprinzip wäre es wirklich gut gemacht. Das Einzige, was ein bisschen nervt, klar, man muss wieder schauen, die Chips, je nachdem, wo man spielt, wir haben es auch unterwegs gespielt, wir hatten es im Freibad dabei, haben es da auch gespielt. Eine glatte Oberfläche wäre auf jeden Fall ganz gut. Mit den Punktemarkern, das Ding ist verrutscht. Ihr dürft jederzeit drunter schauen auf dem Stapel, aber so wie ihr es jetzt hier seht, da ist es übersichtlich. Und ihr spielt gerade mal, was ist hier angegeben? Ja, 15 Minuten, ich wollte schon sagen 10 Minuten, 15 Minuten. Also das Spiel ist so schnell, da haben wir gleich zwei Partien mit drei Partien teilweise hintereinander gespielt, weil wenn er das ein paar Mal spielt, dann geht es 10, 15 Minuten, geht richtig flott und dann spielt er auch durchaus ein paar Partien hintereinander und das hat auch wirklich gut funktioniert. Zu zwei, zu dritt, zu viert hat es funktioniert, zu fünf, zu sechs haben wir es jetzt nicht gespielt. Das nur als kleine Anmerkung, kann ich mir durchaus vorstellen. Es sind allerdings, jetzt muss ich mal schauen, es sind weniger Karten dabei. Genau, zu fünft habt ihr nur 8 Karten, zu sechs 7 Karten. Ich weiß, das ist jetzt alles spekulativ, ich habe es nicht gespielt. Ist natürlich auch glücksmäßig oder Glücksfaktor dabei, was für Karten ihr am Anfang auf der Hand habt. Also idealerweise aus meiner Sicht zu dritt, zu viert, aber auch zu zweit hat es gut funktioniert. Am meisten Spaß hat man es zu dritt gemacht. 10 Karten auf der Hand und das war wirklich schnell und es lädt durchaus zu einer weiteren Partie ein. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt Lust bekommen. Ein gutes Kartenspiel aus meiner Sicht.
beschäftigt, hätte ich nicht gedacht. Was den Mechanismus angeht, was das Karten anlegt und das Reingrätschen, erinnert sicherlich an das eine oder andere Kartenspiel. Aber ansonsten, das zur Vorstellung von Moon, wie gesagt, vorhin der Hinweis gebracht, bekommt ihr teilweise beim Händler, teilweise aber auch über die Links, auch über die unten genannten Links. Da könnt ihr je nachdem mal reinschauen. Das zum Moon. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.